Schisch, was geht? Heute gibt's ein neues Video. Ich bewerte eure Teams, eine neue Folge und ja, ich habe heute kein Trikot an, weil wir haben heute die Mittwochsfolge. Gibt's noch Sonntag, ihr wisst Bescheid. Wir kommen zum ersten Team von zum letzten Team der letzten Woche oder vom Sonntag oder wie auch immer. Ja, wir kommen zum Team. Da war nämlich das hier von Lukas und dazu hat Herr Müller geschrieben, fürs letzte Team Dembélé für Bamba. Damit das mit der Chemie passt, muss man Marquinhos und Aouar tauschen. Dann könnte man noch überlegen, Upamecano in Form für Konaté zu stellen. Man könnte aber auch noch überlegen, Depay für Ben Yedder reinzubringen. Ja, vielen Dank für diesen Vorschlag und wir kommen zum ersten Team dieser Folge. Das kommt von Henry. Er folgt mir uns seit Dezember 2020 bei Twitter. Er schreibt: Hashtag Shishim, Hashtag Shishfifa, hey, ja, Community, das ist mein Team. Untrade sind Aubameyang, Courtois, Mukiele und Coman. Mein Budget liegt bei 600.000. Danke schon mal im Voraus, Hashtag PC-Share. Grüß gehen raus an Walfler, an Freddy und an Niklas sowie an Sufian. Vielen Dank für eure Vorschläge und wir schauen uns das Team an. Da war im Tor Courtois. Dann haben wir Mukiele, Eder Militao, außerdem Diego Carlos und zusätzlich Vinicius in der Verteidigung. Dann haben wir im Mittelfeld Saint-Maximin, dazu Martial, Ellen, Sissoko und Coman. Vorne haben wir Aubameyang. Ja, Prinz Markus heißt das Team. 185 ist die Bewertung. Wir haben hier einen Teamwert von insgesamt 160.000 und ein Budget von 600.000, also eine ganze Menge, was man budgettechnisch machen kann. Und da fangen wir natürlich auf der linken Verteidigerposition an, weil ich weiß nicht, was da Vinicius zu suchen hat, wenn ich ehrlich sein soll, keine Ahnung. Also ja, mit 600.000 muss da auf jeden Fall Mondi hin, wäre so die erste Änderung. Und dann könnte man als nächstes Bamba für Saint-Maximin reintun auf der linken Mittelfeldposition. Dann Kanté für Ellen. Kanté, ja, braucht man nicht viel zu sagen. Super, super starke Karte. Dazu Varane für Diego Carlos. Und dann können wir auch noch Konaté, den Inform, für Militao reintun. Ja, und dann hätte man auch Mukiele da auf Fullcam. Ja, Coman wäre nicht auf Fullcam, aber das eine Karte, denke ich mal, ist in Ordnung. Das wären auf jeden Fall hier die Vorschläge. Wenn ihr da andere Ideen habt, dann schreibt das in die Kommentare und wir kommen zum nächsten Team. Das kommt von Suhail. Er folgt mir uns seit November 2020 bei Twitter. Er schreibt: 500k und alles ist an Trade. Hashtag Geschichte, Hashtag PS4-Share. Grüße gehen raus an Henry und an Niklas. Vielen Dank für eure Vorschläge. Wir kommen zum Team. Da haben wir im Tor Neto. Dann haben wir Mukiele, Kunde, Diego Carlos und Lodi. Im Mittelfeld haben wir João Felix, dann haben wir Pirlo und Saint-Maximin. Vorne haben wir Alessandrini, dann haben wir Kanté und zusätzlich Rashford. Kleiner Hacker ist das Team. 186 ist die Bewertung und wir haben hier einen Teamwert von 1,3 Millionen Coins mit einem Budget von 500.000 und eine rote Karte bei Kanté. Also, was könnte man hier machen? Ich denke mal, Pirlo hast du aus der Icon SBC gezogen, aber ich weiß nicht, ob der so gut ist. Eher nicht, also ein bisschen langsam leider. Kann gut passen, aber ansonsten, ja. Also das könnte man machen, da könnte man, also den könnte man austauschen. Dafür könnte man Pogba reinstellen, wäre so das Erste. Dann könnte man Dembélé für Saint-Maximin reintun. Wenn auf Cam, dann Dembélé auf jeden Fall besser als Saint-Maximin. Dann als nächstes Torreira auf der Linksverteidigerposition. Torreira Freeze für Renan Lodi. Als nächstes dann Varane für Diego Carlos rein und zusätzlich noch Courtois für Neto. Und damit das chemietechnisch passt, würden wir das folgendermaßen machen. Es würde nämlich dann so aussehen, da seht ihr, wie man das Ganze anordnen könnte, damit das chemietechnisch aufgeht. Und ja, das wäre hier der Vorschlag für dieses Team. Wenn ihr andere Ideen habt, in die Kommentare damit. Wir kommen zum nächsten Team. Es kommt von Pablo. Er folgt mir und schreibt vor Shish. Alles klar, seit Dezember 2020 hier. Er schreibt in seinem Tweet: 50 bis 100.000 Budget, Kanté, Aubameyang und Ter Stegen sind on trade. Hashtag Shishim, Hashtag PS4-Share. So, was haben wir da? Wir haben ein Tor Ter Stegen, dann haben wir Bellerin, Jesus Navas, dann haben wir Koundé und Mondi. Im Mittelfeld haben wir Havertz, dann haben wir Kanté, Partey und Bolasie. Vorne haben wir Aubameyang und Werner. Ja, 185 ist die Teambewertung. Wir haben hier einen Teamwert von insgesamt 700.000 mit einem Budget von bis zu 100.000. Ja, was könnte man hier machen? Also, folgendes, wir würden die Formation wechseln auf 4-4-2, sodass die ZOMs und, zu LM und RM werden. So, dann können wir einen Flügelspieler reintun. Und dann würden wir als erstes einmal, nachdem wir das gemacht haben, Dembélé für Havertz reintun, auf der linken Seite. Und dann auf der anderen Seite packen wir Lukas hin für Bolasie. Und zusätzlich haben wir da noch ein bisschen Budget, mit dem wir Partey upgraden könnten auf seine Wants-to-Watch-Karte. So rum. Das wäre hier der Vorschlag für dieses
Team. Jesus Navas, sehr interessant. Weiß nicht, ob der so nice ist in der Innenverteidigung. Würde mich interessieren. Also von den Stats her sieht es gut aus. Ist halt ein bisschen klein mit 1,72 und auch jetzt nicht so der Körpertyp Innenverteidiger. Deswegen, wenn ihr den habt, lasst mich das wissen. Würde mich echt interessieren, auch wenn die SBC abgelaufen ist. Ja, das zu diesem Team auf jeden Fall. Wenn ihr Ideen habt, die davon abweichend sind, dann schreibt das unten rein und wir kommen dazu, dass ihr uns auf Instagram abchecken könnt, nämlich unter @schischteam. Da gibt es alles rund um FIFA, OP-Links, Schießbilder und so weiter und so fort. Ja, also checkt das ab und wir kommen zum nächsten Team. Das kommt nämlich von Colin. Er folgt mir uns seit Juni 2017 bei Twitter. Er schreibt: @schischteam, #schischteam, #PSG, im Community, Budget 3,85 Millionen Coins. Untrade sind Bank sowie SBC-Karten und die beiden Icons. Würde mich über Verbesserungsvorschläge oder einen kompletten neuen Teamvorschlag freuen. Danke schon mal im Voraus. Grüße gehen raus an Kumbi und an Walfla. Vielen Dank für eure Vorschläge und dann schauen wir uns das Team gemeinsam an. Dann haben wir im Tor Fandasar, dann haben wir Bellerin, Gomez, Hierro und außerdem Jordi Alba. Im Mittelfeld haben wir Ansu Fati, dann haben wir Pogba, Sissoko, Zaha und Lukas. Vorne haben wir Timo Werner. 185 ist die Bewertung. Wir haben einen Teamwert von 1,4 Millionen und ein Budget von 3,85 Millionen. Ihr habt es gerade gehört. Also ja, hast du gut Coins gemacht auf jeden Fall. Geh mal von Traden aus, ne? Weil ansonsten, also das ist schon nicht schlecht. Ja, ist ein vernünftiges Team. Ich weiß nicht, wahrscheinlich, vielleicht hast du auch was verkauft, ne? Um einfach den Crash hier mitzunehmen. Den Toti-Crash. Da muss man ja immer ein bisschen aufpassen, wenn das Team of the Year rauskommt. Da sinkt erfahrungsgemäß sehr viel. Und das ist eine Art, das Team zu verkaufen. Eine Art, was man da auf jeden Fall im Vorhinein machen kann. Ja, aber ich bin kein Trading-Experte, kein absoluter. Deswegen verkauft jetzt nicht eure Teams, weil ich das jetzt hier gesagt habe, sondern informiert euch da generell, was den Markt angeht. Schaut euch das an und entscheidet selber. Ich möchte keine Empfehlungen abgeben. Ja, was kann man hier zu diesem Team sagen? Also cool da mit den beiden roten Karten, also mit Werner und Zaha. Was könnte man machen? Also, wir haben natürlich eine Menge Budget. Als erstes packen wir Varane rein für Gomez. Den tauschen wir dann mit Hierro. Dann kommt Mondi für Jordi Alba rein. Zusätzlich upgraden wir Sissoko auf Kanté. Dann könnte man Pogba und Zaha tauschen, um dann Mbappé reinzutun für Zaha. Oder wir tun Mbappé zuerst rein und tauschen dann, oder wie auch immer. Auf jeden Fall Mbappé für Zaha. Dann tun wir Neymar rein für Ansu Fati. So. Das ist auf jeden Fall auch ein Riesen-Upgrade, logischerweise. Neymar eine der besten Karten. Dann haben wir Neymar und Mbappé drin. Und dann könnte man noch Rashford, die Informkarte, für Timo Werner reintun. Und auf der rechten Mittelfeldposition könnte man auch noch was machen. Und zwar sich eine Icon gönnen. Und zwar George Best 88. Und zwar habe ich jetzt ziemlich und zwar gesagt. Und zwar. George Best 88 könnte man da hinpacken. Das wäre noch was. Aber mit 3,8 Millionen kann man natürlich eine Menge machen. Also wenn ihr da andere Ideen habt, dann schreibt das gerne in die Kommentare, was ihr hier aus diesem Team euch erbauen würdet oder aufbauen würdet. Wir kommen zum nächsten Team. Das kommt von Christian Vetter. Er folgt mir und ist seit Juni 2013 bei Twitter. Ist schon richtig lange. Alles klar. Er schreibt: #SchießteamX#XboxShare. Hey, ja, Community. Hier mein Team. Alle Spieler plus Bank an Trade. Budget ca. 100.000. Grüße und danke im Voraus. Dann haben wir im Tor De Gea. Dann haben wir in der Verteidigung Leimer, dann Vidic, Sergio Ramos und außerdem Adama Traoré. Im Mittelfeld haben wir Ansu Fati, dann haben wir Gaia, dazu Kappa, Goretzka und Bailey. Vorne haben wir Serge Gnabry. Man sieht auf dem Foto irgendwie aus, das ist eine Zahnlücke, die er gar nicht hat. Naja, wie auch immer, SPVG, Spielvereinigung Franken heißt das Team. 185 ist die Bewertung. Wir haben hier einen Teamwert von 1,4 Millionen und ein Budget von 100.000, was ja jetzt nicht allzu groß ist. Einige interessante Karten auch da auf der Bank, die ich sehe. Also war auf jeden Fall fleißig. Ja, Volland zum Beispiel oder Bolasie erspielt, Correa erspielt. Alles auf jeden Fall, ganz vernünftige Karten. Auch zusätzlich noch Koundé, sehe ich auch noch. Das, liebe Freunde, ist euer Job. Da bin ich gespannt, was ihr da für Ideen habt. Budget ist ja nicht so groß, aber vielleicht kann man doch die eine oder andere Position noch upgraden. Schreibt das in die Kommentare, was ihr machen würdet. Und im nächsten Video wird dann einer von euch hier gefeatured. Ja, das ist die letzte Folge in diesem Jahr 2020. Ja, ein turbulentes Jahr geht zu Ende. Ich glaube, da sind wir alle nicht unglücklich drüber. Aber ja, können hoffen, dass es bald besser wird. Wie auch immer, ich hoffe, ihr bleibt gesund.
Das ist auf jeden Fall das Wichtige oder das Wichtigste. Wenn euch das Video hier gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal und so weiter. Ihr wisst, was zu tun ist. Ich würde sagen, wir sehen uns im neuen Jahr wieder. Guten Rutsch und macht's gut. Bleibt gesund. Bis dahin. Tschüss.